Was ist schwerer? 1 Kilo Blei oder 1 Kilo Styropor? Vielleicht kennen Sie ja diese Scherzfrage in leicht abgewandelter Form und unter normalen äußeren Umständen gibt es da auch keinen gewichtsmäßigen Unterschied. Das heißt, unter Einfluss des Atmosphärendrucks. Wenn man aber eine Waage mit genau dieser Versuchsanordnung unter einer Vakuumglocke platziert und die beiden Materialien darunter vergleicht, ergibt sich ein für Sie vermutlich verblüffendes Ergebnis. So, jetzt eine Prüfungsfrage. Eine Prüfungsfrage wegen Mitarbeit. Was ist schwerer im Vakuum? Ein Kilo Styropor oder ein Kilo Blei? Gleich, nicht genügend Sätzen. Herrschaften, es gibt noch sowas wie einen Auftrieb. An Luft ist das Blei ganz klein und das Blei, das Styropor ganz groß. In Summe gibt es ein Kilo. Aber der Auftrieb von Luft ist mit dabei. Im Vakuum fehlt der Auftrieb von Luft. Deswegen ist im Vakuum 1 Kilo Styropor tatsächlich schwerer, weil der Auftrieb fehlt. Und wer es nicht glaubt, schaue hierher. Ich habe hier eine austarierte Waage und ich habe links eine Styroporkugel und rechts eine Bleikugel. Seht ihr es? Okay, und jetzt saugen wir die Luft aus. Definitiv ist das Styropor im Vakuum schwerer, gell? Coole Sache, ja? Stopp. Und dass dem tatsächlich so ist. Auftrieb. Die beide verdrängen Luft, ja? So wie im Wasser. Wenn du im Wasser schwimmst, hast du einen Auftrieb. Die beiden schwimmen in Luft. Der Ding ist dicker. Der dickere hat mehr Auftrieb und der fällt dann im Vakuum. Deswegen ist er schwerer. Claro? Der im Vakuum fehlende Auftrieb der Umgebungsluft sorgt also dafür, dass das 1 Kilo Styropor aufgrund des größeren Volumens schwerer ist als 1 Kilo Blei. Beim zweiten Experiment mit der Vakuumglocke möchte ich Ihnen zuerst folgende Frage stellen: Was geschieht mit einer Schwedenbombe, die man unter einer Vakuumglocke platziert, um dann die Luft herauszupumpen? Fällt sie zusammen oder bläht sie sich auf? Jetzt geben wir eine Schwedenbombe ins Vakuum. Es geht auch sehr gut mit runzligen Äpfeln und mit runzliger Haut. Nein, überhaupt nicht. Die Erklärung für das vielleicht für Sie überraschende Ergebnis ist folgende: Die schaumige Masse ist mit Luft versetzt. Nur so kann die Masse schaumig sein. Und diese wird in die Schokoladenhülle der Schwedenbombe eingefüllt. Können Sie sagen, dass es mehr wird? Bei normalem Umgebungsluftdruck halten sich der äußere, also der die Schwedenbombe umgebende Druck, und der Luftdruck innerhalb der Schwedenbombe die Waage, sodass nichts passiert. Wenn aber unter der Vakuumglocke Luft entzogen wird, drückt der innerhalb der Schwedenbombe verbliebene Luftdruck nach außen und lässt sie so wachsen. Umgekehrt fällt sie wieder zusammen und nimmt fast die gleiche Form wie zuvor an, wenn man das Ventil zur Vakuumglocke öffnet. Fast, ne? Okay. Und nachdem sie im Vakuum war,